Szépnapot kívánok, Magyarországról. Ja, das heißt einen wunderschönen guten Tag aus Ungarn. Und ja, von daher melde ich mich, um meinen verwaisten YouTube-Kanal wieder etwas Leben einzuhauchen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre vergangen sind, ohne dass ich irgendwas gepostet habe. Hat halt damit zu tun, dass der meiste Content, den ich mache, eben auf den Broker-Webseiten zu finden sind oder zu finden ist. Aber ich habe seit längerer Zeit immer wieder so Lust gehabt, mal was Eigenes zu machen. Abseits von, ja, wie will man sagen, von Vorgaben, ein bisschen freier, ein bisschen lockerer. Ja, abseits, sag ich mal, vom Brokerage. Was aber nichts Negatives sein soll. Wie ihr alle mitbekommen habt, ich bin nach Ungarn ausgewandert. Man sieht es hier, ja, im schönen Magyarország bin ich gelandet, weil in Deutschland wird man als Trader bekämpft. Ja, die Spekulation wird ja bekämpft. Und obwohl man bekämpft wird, soll man dann auch noch viele, viele, viele Steuern bezahlen. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht mehr mit. Also bin ich zurück ins Land meiner Vorfahren, als Abkömmling von Donauschwaben, ist Ungarn ja die alte Heimat von meinen Vorfahren. Somit habe ich immer so einen gewissen Bezug gehabt zu Ungarn. Deswegen bin ich jetzt hier gelandet. Ich fühle mich sehr wohl, es ist wunderschön hier. Und wie ihr sehen könnt, das Schloss hier von Castell ist im Hintergrund, wartet mal so. Und hier ist natürlich der menschgemachte Klimaschwindel voll am Gehen, 36 Grad im Schatten. Alle werden sterben. Nein, in Ungarn sagt man dazu Sommer. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit dem hochgeladenen Video, das eher ein Podcast ist, ja, mit Rüdiger Born, einem Trader-Kollegen, den ich sehr mag. Seit vielen Jahren verbindet uns eine gute Freundschaft. Wir haben die gleichen Hobbys und auch die gleiche Börsenaffinität. Er ist allerdings ein institutioneller Händler. Ich bin ein privater Händler und da gibt es oft Schnittmengen, aber auch große Unterschiede. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn man mal reinhört, wie diese Unterschiede gewichtet sind, wie man diese vielleicht für sich selber nutzen kann, für sein eigenes Trading. Ein paar Folgeteile sind geplant. Ich wünsche viel Spaß beim Anhören und liebe Grüße. Tschüss! Das Tolle an der Technik ist, wir können uns austauschen, ganz egal wo wir sind, auf welchem Kontinent wir uns gerade befinden. Das Doofe ist, der Mensch ist immer noch notwendig, das Ganze zu steuern. Und ich glaube, hier lag der Schwachpunkt. Ich habe nämlich mit Jochen Schmidt gesprochen, Trading-Kollege und langjähriger Freund. Wir beide haben uns ausgetauscht, ein bisschen über das Trading-Dasein, wie die Finanzmärkte für uns als Trader wahrgenommen werden. Alles, was wichtig ist für Händler aus unserer Sicht. Leider lag der Fehler bei mir. Das Bild ist sehr eingeschränkt, nur mit wenig Wiederholfrequenz, ein bisschen comic-mäßig zum Umblättern zwischendurch. Trotzdem sind wir der Meinung, das Gespräch war so gut, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Genießt es vielleicht eher mit den Ohren als mit den Augen. Fokussiert euch, vielleicht nehmt es als Podcast wahr, schließt die Augen, insbesondere wenn es bei der Autofahrt, nein, da natürlich nicht, aber genießt das Ganze tatsächlich eher akustisch und legt den Fokus nicht auf die Bilder. Wir werden keine Charts einblenden, also ihr müsst nicht erwarten, dass ihr da etwas verpasst. Ihr seht theoretisch nur uns und das in ziemlich wenig Bildern. Trotzdem wünschen wir euch viel Spaß, schaut's euch, hört's euch insbesondere gerne an. Ich denke mal, es lohnt sich. Also, los geht's. Schön, dass ihr dabei seid mit uns zusammen, mit Jochen Schmidt, privater Händler, und mit mir, Rüdiger Born, institutioneller Händler, ein vielversprechendes Zusammentreffen. Wir wollen sprechen, vielleicht sogar über den Unterschied. Was macht den Unterschied denn aus? Von einem privaten Händler und einem institutionellen Händler, ist das wirklich relevant oder ist es das nicht? Wir werden vielleicht ein bisschen über die Märkte sprechen. Heute ist allerdings der Fokus nicht so sehr der aktuelle Markt. Das machen wir mal gesondert, gerne auch zusammen. Heute sprechen wir mal so ein bisschen über das Allgemeine und vielleicht die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, die wir haben. Hallo Jochen, schön, dass du da bist. Gleich geht's los. So, nochmal, schön, dass du da bist, Jochen. Schön, dass ihr da seid, uns jetzt ein bisschen begleiten wollt. Wir wissen noch gar nicht genau, worauf das Ganze hinausläuft, aber ich habe schon ein bisschen angedeutet, es unterscheidet uns was und es verbindet uns was. Jochen, was ist es, was uns unterscheidet und was uns verbindet? Ich glaube, die Körpergröße, du bist größer als ich, oder? Du hast Haare auf dem Kopf. Oh. Und im Gesicht. Und im Gesicht. Ja, so, das war's dann auch schon. Danke, hey, für das super Interview. Ciao. Ja, nein. Schön, dass wir drüber gesprochen auch, haben. Ja, nein, ein herzliches Willkommen von meiner Seite, liebe Traderinnen und Trader, meine sehr verehrten Damen und Herren, sage ich ja immer als die klassische Einleitung. Ich freue mich sehr, wirklich sehr, 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 hier zu sein. Weil Rüdiger und ich,
wir kennen uns schon länger jetzt, ne? Und wir haben regelmäßig Kontakt über WhatsApp und so und Sprachnachrichten. Und jetzt sehen wir uns endlich auch mal in Anführungsstrichen in Natura und haben beschlossen, ja, jetzt unterhalten wir uns doch einfach mal so. Und da bin ich sehr gespannt, was rauskommt. Wir haben keinerlei Planung gemacht oder irgendwie so. Wir werden die Themen laufen lassen. Aber Rüdiger, ich denke, das Thema selber, privater Händler zu institutionellem Händler, das ist ein interessantes, was bestimmt viele Leute auch interessiert und auch mich interessiert. Also ich meine, deine Welt, ich kenne sie nur vom Rand, nicht im Detail oder so. Da bin ich gespannt, was du da so von dir gibst. Okay. Ja, tatsächlich, das verbindet uns natürlich auch insofern. Ich bin ja auch als privater Händler gestartet. Es ist ja nicht so, dass die Leute gesagt haben, schon ja im Krankenhaus, in der Babywiege, den erkören wir jetzt aus hier für das Trading. Ich habe natürlich genauso ganz normal angefangen. Ich habe es sogar nicht mal geplant, institutioneller Händler zu werden. Das ist eigentlich eher zufällig passiert, beziehungsweise dann über die lange Zeit, die ich dann im Markt war, dann. Die Körpergröße, du hast es angesprochen, ist auffällig. Wie, der ist immer noch da? Dann sprechen wir mal mit dem. Und so hat sich das dann tatsächlich ergeben. Wie lange bist du denn schon im Handel? Wie lange machst du das Ganze? Oh, 19 Jahre. Jetzt. Das ist lang. Wenn ich die ganze Zeit rechne. Ich habe 2006 angefangen mit aller Naivität, die man nur haben kann, wenn man von außen in dieses Thema reinkommt. Also so, ich sage mal so Standard ARD-Börse im Ersten und Hollywood-Filme. Und das war 2006. Und bei mir ist es so, ich rechne intern immer eine andere Zahl, weil ich habe 5 Jahre gebraucht, 5 Jahre, bis ich so weit war, zu sagen, sieht so aus, ich mache gerade mehr Geld, als dass ich verliere. Und es bleibt bei mir. Das war wichtig, dass es bei mir blieb. Aber richtig ausgewachsen im Sinne von, naja, du hast die Feinheiten jetzt auch noch drin und hast eine gewisse... Ja, wie sagt man, Stellschraube, die das Ganze noch eleganter gemacht hat. Ich würde mal sagen, 7 Jahre habe ich gebraucht. Definitiv 7 Jahre. Ja. Und das ist rein autodidaktisch. Ich war also nie auf einem Seminar. Ich hatte damals gar kein Geld. Ich konnte mir das gar nicht leisten. Ich habe mein ganzes Geld verloren im Handel. Davor hatte ich auch schon wenig, was ein Glück war, weil wenn ich viel Geld gehabt hätte, wäre alles weg gewesen. Somit habe ich nur ein bisschen Geld verloren, was ziemlich schlimm war. Aber aus heutiger Sicht, Gott sei Dank, also... In dem normalen Bereich sich bewegte. Aber es sind 7 Jahre, die ich gebraucht habe, um zu sagen, okay, ich weiß, was ich mache und ich kann drüber reden. Das war dann bei mir der Punkt, mit dem ich auch nie gerechnet habe, Rüdiger. Also, dass ich heute Webinare moderiere oder Live-Trading mache oder auf Messen Vorträge halte, das war nie von mir geplant. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Und es war wirklich ein Zufall. Es war ein reiner Zufall, dass damals ein Broker, der frisch in Deutschland Fuß fassen wollte, auf Facebook meine Trades sah. Ich habe auf Facebook immer so Trades veröffentlicht. Mir war es langweilig den Tag über. Ich konnte nicht richtig Computer spielen, was ein großes Hobby von mir ist, wenn ich getradet habe, weil ich sehr nah am Markt arbeite. Naja, wenn du dann Erfolge hast, dann willst du dich damit brüsten. Und wenn du Misserfolge hast, dann sagst du, komm, die gehören aber auch dazu. Und dieser Punkt alleine schon war was Besonderes damals. Und ich habe die Trades erklärt. Ich habe nie Geldbeträge genannt. Das ist völlig unwichtig. Es ist individuell. Und das hat eingeschlagen wie eine Granate, ohne dass ich das überhaupt anstrebte. Und so kam ich zu dieser Zusammenarbeit. Und der Rest ist eine Legende. Also ich habe dann mehr oder weniger eine Webinarserie bekommen, Live-Trading. Was natürlich, ich glaube, von Anfang an die härteste Geschichte ist. Also du tradest live, nicht in dem Trading Room, sondern in die Masse der aus unterschiedlichen Richtungen kommenden Neulinge, Fortgeschrittene oder Erfahrenen. Und das alles noch mit Erklärung und Wunschmarktanalyse. Also es ist schon hardcore und ich selber habe an das Format auch gar nicht geglaubt, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich gesagt habe, es macht ja überhaupt keinen Sinn, jetzt live zu traden. Zum einen wirst du immer bemessen nach dem Geld, was du verdienst. Das wollte ich nicht, weil Trading ist Verlust und Gewinn. Ja. Also habe ich zum Broker gesagt, nein, also so fangen wir nicht an. Wenn, muss ein anderer Schwerpunkt her. Und der hat mich selber nie überzeugt. Es war aber ein großer Erfolg über 12 Jahre hinweg. Ja, so, das ist so mein Werdegang, also in diese Trading-Industrie hinein. Und noch abschließend, ich habe nochmal Autodidakt mir die Sache beigebracht. Und das klingt immer so, als ob man da ganz besondere schlaue Held sei, bin ich nicht. Aber es ist bockschwer. Weil, wie schon gesagt, Geld war nicht da für einen Mentor oder irgendwas. Also du musst wirklich learning by doing und 10 Wege falsch gelaufen, gar nicht bemerkt, dass du falsch unterwegs bist. Dann, also es war aus heutiger Sicht, ich sage immer wieder zu meinem guten Freund Michael Vogt, sage ich, ich weiß gar nicht, wie ich die Zeit damals durchgehalten habe.
weil mir ging es natürlich finanziell auch sehr schlecht. Also ich habe im Trading kein Geld verdient in der Ausbildungszeit. Ich habe in meinem Beruf, ich bin gelernter Immobilienkaufmann, ich war Immobilienmakler, selbstständig, war immer selbstständig, habe ich auch kein Geld mehr verdient. Ich wollte Trader werden. Also das war für mich eine ganz harte Zeit. Ja. Aber umso schöner aus heutiger Sicht zu sagen, hurra, es hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt, ja. Ja, in der Tat. Ja, du sprichst einen wichtigen Punkt an. Ich meine, du hast das, also wir sind ja mehr oder weniger gleich alt, verhältnismäßig spät erst angefangen. Da standst du ja schon im Leben. Ja. Ich habe 93 angefangen quasi mit dem Intraday-Handel und ein bisschen vorher schon so ein bisschen mit zur Bank gelaufen, also schon regelmäßig, aber das kann man ja nicht so richtig zählen. Da war ich aber noch Student. Mhm. Und als Student, wenn man dann mal wenig oder keine Einnahmen hat und dann wieder mal arbeiten muss, jobben muss, um sich wieder was dazu zu verdienen und sowas in der Richtung, das geht noch. Dein Status, dein Standard ist viel, viel geringer und du kannst dann eben sagen, ja gut, keine Einkünfte, das kenne ich als Student. Da hat sich jetzt nichts dran geändert. Das heißt, das fällt dann auch leichter. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sogar Familie hast oder schon ein ganzes Berufsleben hinter dir hast und dir was aufgebaut hast, und dann auf einmal die Entscheidung fällst, naja, jetzt werde ich Trader und dann stellst du fest, wie, die zahlen nicht jeden Monat immer das Gleiche aus. Dann ist das natürlich ein hartes Stück Arbeit, das man da vor sich hat. Da muss man nicht nur Kapital mitbringen, dass man das überlebt, auch mal Drawdown-Phasen und machen wir uns nichts vor, Lehrjahre sind keine Herringjahre, das ist an der Börse nicht anders. Am Anfang verdient man kein Geld. Später ist das anders, aber der Anfang ist halt mühsam. Und man braucht sehr, sehr viel Durchhaltevermögen, dass man dann eben tatsächlich sagt, okay, ich mache das, ich will das jetzt unbedingt und dann kann das auch klappen. Aber das sind wirklich Bedingungen, die schwierig sind tatsächlich. Besonders beruhigt mich das mit den 7 Jahren. Entschuldigung, erzähl du. nein, gerne, Rüdiger, gar kein Problem. Ja, also trotz dieser Erschwernisse war es dann doch eine glückliche Fügung, dahingehend, weil es ist so, also ich war immer selbstständig, bis auf ein paar Ferienjobs oder die Ausbildung, die ich gemacht habe nach dem Studium. Und ich war also gewohnt aus der Selbstständigkeit heraus, dass ich eben nicht am Monatsende einen festen Betrag habe, der immer kommt. Das kannte ich nicht und ich kenne es eigentlich bis heute nicht. Mhm. Die Moderatoreneinkünfte, die ich habe, ja, das ist für mich was, wo ich immer noch denke, wow, sagenhaft. Hier kommt eine kalkulierbare Geldsumme rein, während im Trading, ich kann es dir heute noch nicht sagen, wie viel ich am Monatsende verdienen werde, wie auch, ja. Manchmal habe ich Monate, ja, du machst an einem Tag mehr wie ein Arbeiter in Ungarn im ganzen Jahr. Und dann hast du Tage, da geht gar nichts, da bist du 0 auf 0 oder einen Monat oder 2 oder 3, wo einmal ein Minus davor steht, kenne ich alles. Deswegen bin ich ja auch so vorsichtig, jetzt für die Leute, die es nicht kennen, ich bin ausgewandert nach Ungarn, ich suche ein Haus zum Kaufen in Ungarn. In Ungarn gibt es Häuser ohne Ende und die sind aus deutscher Sicht auch alle sehr günstig. Nur die Preise haben sich verfünffacht, jetzt innerhalb von einem Jahr, weil die Deutschen in Massen kommen, es ist einfach so. Und für mich stellt sich wie immer in meinem Leben die Frage, ich habe einen bestimmten Geldstock, der muss bleiben, mit dem arbeite ich. Ja, das ist, ohne Geld kannst du nicht traden. Und ich sage ja immer, wer kein Geld hat und aber Geld verdienen will, der muss zocken. Aber ich bin Trader, das heißt, ich komme mit Geld mit und das bleibt erhalten und zwar gnadenlos. Und somit bin ich eingeschränkt, sage ich mal, obwohl der Markt immer noch relativ günstig ist für Deutsche, weil ich so konservativ daherkomme, ja, und sage, nee. Risikokontrolle ist das halbe Leben. Und vielleicht noch zu dem Thema generell, also selbstständig, mir war klar, dass ich da jetzt keine andere Lebenssituation vorfinde. Nur bei mir war es so, ich kam zum Trading aufgrund der Selbstständigkeit. Also als Immobilienmakler in Stuttgart, ich war immer ein Einzelgänger und ein Einzelkämpfer. Das heißt, du hast die Konkurrenz der Bankhäuser, die damals 1994 ganz stark in dieses Geschäft hineindrängten. Du hattest in Stuttgart, als Makler übrigens arbeitet man immer lokal. Die Leute denken, du bist Immobilienmakler, weißt du, wie viel eine Wohnung in Hamburg kostet, wenn in Stuttgart bist du völliger Blödsinn, du arbeitest lokal. Ja. Muss ich auch noch sagen, bist auch kein Bausachverständiger, weil alle Leute sagen, oh, du warst mal Immobilienmakler, du wirst ja in Ungarn jetzt ein Haus hin. Sag ich, Freunde, was hat denn das damit zu tun? Ja, du arbeitest lokal und okay, so. Und es war wirklich die Zeit, das glaubt heute kein Mensch mehr, dass du eine Jugendstil-Belletage mit 130 Quadratmeter in Stuttgarter Innenstadtlage 4 Monate keinen Mieter gefunden hast.
Das war von 1994, 95 ging das bis Anfang die 2000er. Es war eine knallharte Zeit. Es ging nichts mehr. Und alle Makler drängten, also die ohne Festgehalt, drängten in den Mietmarkt. Weil das ist ein Geschäft, man sagt, du hast Mutter und Vater erschlagen innerhalb der Branche, wenn du Vermietungen machst, weil du wirst wahnsinnig. Ja? Du musst dich drehen ohne Ende und verdienst eigentlich wenig Geld. So in der Notlage war ich. Ich hatte Schiffbruch erlitten mit einem Kompagnon, das war, lange Rede, kurzer Sinn, ich war einfach doof. Ja, ich habe gerade stehen müssen für Schulden, die nicht meine sind. So, also ganz, ganz übel ein Paket auf dem Rücken. Oder ich sage es immer so, du steigst als Boxer in den Ring und der Gong geht los und du kriegst sofort eine mitten rein, dass es dich umhaut. Und du stehst aber auf und sagst, nee, du, ich mach mal weiter hier. Also so ging es mir. Und ich habe nicht aufgegeben. Und habe dann über gewerbliche Immobilienvermittlung ein sehr, sehr gutes Geld verdient. Also auch mal, ja. Also es war ein richtiger Durchbruch. Mhm. Und Gewerbeimmobilien, das wäre auch das, was ich heute noch machen würde. Wohnungen nie wieder, aber Gewerbe gern. Nee, aber, und dann war es so, ich habe also wirklich für meine Verhältnisse ein sehr schönes Geld verdient. Und kannst deine Schulden bezahlen. Und sagst, jetzt kann ich mal ein Auto kaufen oder die nächste gute Investition machen. Und dann kommt das Finanzamt in Deutschland. Und wenn du Einzelunternehmer bist ohne GmbH und keine Kosten produzierst wie doof, dann hast du das Problem, dass du 42% wegkriegst vom Einkommen. Dann, ich bin bei der AOK versichert, da war ich da dann bei 928 Euro im Monat. So, dann musst du die Sache vorauszahlen. Das heißt, deine ganze Liquidität wird mit einem Bescheid von 100% auf 20% zusammengeschmolzen. Und damit sagte ich, okay, ich habe jetzt eine sechsstellige Summe verdient. Ich als kleiner Würstel. Und ich sitze da. Ich werde es nicht wiederholen können, wahrscheinlich das nächste Jahr. Habe aber jetzt alle Kosten hoch, weil dieses dumme Steuersystem mich kaputt macht. Dann bin ich in Tränen ausgebrochen, ohne Witz. Ich war so enttäuscht, weil ich gesagt habe, all der Kampf für das, dass der Staat jetzt kommt und aus sozialer Gerechtigkeit mir es wegnimmt. Und habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Das war die Geburtsstunde zum Trading und ich hatte einen guten Kollegen, der hat einen Haufen Geld verloren im neuen Markt, war aber immer börsenaffin geblieben und der fiel mir dann ein und ich habe gesagt, Moment mal, ich kann doch An- und Verkauf machen und brauche ja gar keine Millionenkredite für ein Mehrfamilienhaus, ich kann ja auch Aktien an- und Verkauf machen. Mensch, Jochen, stimmt doch, warum hast du nie so gedacht? Und das war die Geburtsstunde aus dieser tränenbestückten Nacht hinein in dieses Ich werde Börsenhändler. Das brauche ich nicht mehr. Und noch abschließend ein anderer Punkt auch noch, der zwischenmenschliche Faktor als Immobilienmakler ist extrem hoch. Weil jetzt machst du einen guten Abschluss, jetzt hast aber als Kunde der Herr Anwalt oder der Herr Lehrer, meistens Sozialdemokraten und Grüne. Entschuldigung, ich bin sehr politisch und es muss raus, weil im Schwabenland ist es so. Und die regelfuchsen dich dann so, dass sie die Provision einfach nicht bezahlen. Sie bezahlen es einfach nicht. Frei nach dem Motto, verklag mich doch, du kleiner Würstel. Bis du dein Geld kriegst, geht dir doch eh die Luft aus. Genauso ist es. Bist du also Makler und hast von einem großen Bankhaus und hast die Rechtsabteilung im Rücken, ist es ein ganz anderes Geschäft, als wenn du kommst und diese zwischenmenschlichen, der verdient dir eh Geld und arbeitet nichts und so das ganze Zeug, was du ständig hörst als Makler. So, und das hat mich so angebläht, wo ich gesagt habe, Moment mal, also an der Börse werde ich ja wohl mein Geld kriegen. Also ich kaufe eine Aktie, verkaufe die und die Kohle ist bei mir, mit einem Klick wohl. So, und das alles aus der Gemengelage ging ich dann in diese neue Spur hinein. Das zu mir. Aber Rüdiger, du warst Student, höre ich, wie kamst du zur Börse? Na, ich habe einfach ein Buch gelesen, das hatte ich schon während der Schulzeit gelesen und das hat mich total angefixt. Okay. Das hieß irgendwie was, theoretisch Geld. Ja, da waren 38 Kapitel total langweilig und ein Kapitel ging über Börse. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an den Inhalt erinnern, aber da war was, wo ich gesagt habe, ja, das ist nicht schlecht, das interessiert mich. Und dann habe ich da weiter gebuddelt an der Stelle. Okay. Und mein Vater hatte auch gelegentlich mal Aktien gekauft. Dann habe ich mich als Schüler da mal drangehängt, habe ich gesagt, kannst du mir von meinem Geld dann auch noch 2 Aktien mehr kaufen? Und so habe ich dann so die ersten Berührungen gehabt. Und dann später habe ich dann mal so mein erstes eigenes Konto, damals noch so den Live-Ticker aus dem Fernsehen. Dann Internet war ja noch alles sehr, sehr oberflächlich. Und habe dann da
geguckt, wie sind die Kursentwicklungen und alles. Macht überhaupt gar keinen Sinn, aber viel Spaß. Und, ja, ja, genau, genau. Hast du noch selber Kurse gezeichnet dann? Also Kerzen gezeichnet oder nee, so? Hast nee, nee, auch nee. Noch gemacht? Also ganz am Anfang nicht. Da hatte ich ja noch nicht mal so richtig die Orientierung, ob fundamental oder nicht. Das war alles sehr, sehr rudimentär. Das war, also das zählte eigentlich noch nicht wirklich. Und ich habe dann Internet zu Hause bekommen. An meinem Studienort damals noch mit einem 14-4er Modem. Einige haben den Ton noch im Ohr. Ganz genau. Ja, und dann ging das mit Kursen los. Und meine erste Kurssoftware, ich weiß gar nicht, ob ich einen Namen nennen soll, aber die erste Kurssoftware, und das ist kein Witz, ich muss mal gucken, ob ich nicht irgendwo noch einen Screenshot habe, die hat teilweise, der Kurs hat ein Looping gedreht. Ist also wirklich kein Witz. Oder manchmal war das so, dann hat sich der sehr so aufgesplittert und dann habe ich dann so zwei Kurven gekriegt, wo ich dann auch mal gedacht habe, soll ich da jetzt anrufen und fragen, welche von den Linien ich nehmen soll? Oder das war alles, weil das Internet einfach Mist war und wenn dann irgendwie ein Sync-Fehler war, dann hat er halt gesagt, boah, wir machen mal einfach, wird schon schön aussehen. Das war völlig unbrauchbar. Und dann hast du halt mehr und mehr gelesen, ähnlich wie bei dir. Kurse gab es damals gar nicht. Also ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal in den 90er Jahren einen Kurs zu Optionsscheinen besucht. Das weiß ich noch. Das war aber wirklich eine Rarität, dass man da irgendwie so Kurse, selbst für umsonst hätte ich es nicht haben können und für kostenpflichtig, also ich habe es nicht gesehen, großartig. Und habe dann manchmal durch Zufälle dann von Leuten, die mit der Börse zu tun haben, wenn man ehrlich ist, häufig nicht mal irgendwie was mit dem Handel zu tun haben, aber wo man dann wenigstens sagen kann, mit denen ich mich mal unterhalten konnte, austauschen konnte und dann hat sich das dann mehr und mehr ergeben und dann durch Bücherlesen ging es dann in Richtung Charttechnik und wahnsinnig viel ausprobiert und wie du eben auch schon angedeutet hast, bei mir waren das auch ziemlich 7 Jahre. Ich sage immer, 93 war mein Start. Alles davor zähle ich nicht wirklich. Das hat nicht wirklich Substanz gehabt. Aber da ging das los. Und ich sage mal, so um das Jahr 2000 habe ich den Durchbruch. Ich habe zwar vorher durchaus auch immer mal wieder Gewinnstrecken gehabt. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, reiner Zufall. Das hat überhaupt nichts mit seriösem Handel zu tun. Ab da würde ich sagen, habe ich eigentlich verstanden, wie der Markt grundsätzlich funktioniert. Das heißt nicht, dass ich dann nur noch Gewinne gemacht habe, überhaupt nicht. Aber da habe ich verstanden, wie es geht. Da habe ich verstanden, was ist wirklich wichtig als Händler und eine bessere Fehlervermeidung. Und vielleicht das unterscheidet uns ein bisschen. Du warst ja Einzelkämpfer mehr oder weniger. Du, deshalb fand ich das auch durchaus smart, dass du das geteilt hast in Facebook, weil dadurch hast du dir selber einen gewissen Druck ja aufgebaut. Und ich habe das anders gemacht. Ja. Ich hatte Studienkollegen, weil zwischendurch musste man mal zur Uni. Am Anfang glaubt man ja noch, man muss dann immer überall da sein. Dann haben wir dann gesagt, okay, wir haben uns zusammengetan. Jetzt gehst du zur Uni, ich trade und morgen gehe ich zur Uni, du tradest. Und so waren wir so ein kleines Team, die wir uns da abgewechselt haben. Und das erzieht ungemein. Ich habe natürlich alle Fehler auch gemacht, 100%. Aber du machst die Fehler nur ein- oder zweimal, weil du keinen Bock hast, das dritte Mal, ja, wir haben doch gesagt, einen Stop nicht ausweiten. Und dann stellst du dich nicht hin, habe ich schon wieder gemacht. Dann sagst du dir, nee, habe ich natürlich nicht gemacht. Ja, ist in die Hose gegangen. Ja, aber haben wir ja so ausgemacht. Du hältst dich an Regeln dann dran. Die Regeln waren noch damals in der frühen Entwicklung, aber ich habe dann gelernt, mit Regelwerk strikt umzugehen, weil ja immer einer geguckt hat und im Zweifelsfall gesagt, was hast du da für einen Mist gebaut? Und als Händler alleine zu Hause hast du das nicht. Und dann wird dann schnell mal geguckt, das guckt ja eh keiner. Komm, dann mach ich mal den Stop nochmal woanders hin. Bingo. Genau. Also bei mir ist es so, ich ordne mich ein in ein Team, wenn der, der es führt, mich überzeugt. Da bin ich dabei. Ansonsten bin ich ein Einzelgänger, der sagt, lass mich in Ruhe. Ich brauche keine Kontrolle von außen. Hab aber den schwereren Weg. Also ganz klar. Weil, wie du es gerade eben gesagt hast, also ich habe so ziemlich, also ich bin ein temperamentvoller. Ich gerate in Wallung, oder ich bin auch sehr jetzornig, also wenn man die Sicherung rausgeht. Und das ist absolut tödlich in diesem Geschäft. Also wenn ich die Kontenance verliere, das ist mein Albtraum nach all den Jahren jetzt. Ich habe Angst vor mir selber. Also Leute, ganz ehrlich, weil die Dämonen von einst gehen ja nicht weg. Ich bin ja kein anderer Mensch geworden. Ich weiß nur, wie ich ticke.
Das ist die Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung, die wirklich klasse ist. Du musst in den Spiegel gucken. Mhm. Dieses Geschäft überlebt, indem du in den Spiegel guckst und was du da siehst, Rüdiger, ist uiuiui, huhu. Also ich hatte ein ganz anderes Bild von mir als das, was ich dann im Markt abgeliefert hatte. Und diese Selbstkontrolle und natürlich auch Selbstkasteiung bis zur Selbstverachtung, oh Gott, ja, prägt dann aber auch. Weil wir mal gerade dabei sind, ich habe das mal in einem Podcast erzählt, aber ist ein bisschen privat. Es ist so, meine Mutter war damals gestorben. Mhm. Und das war genau das Jahr, wo ich begonnen habe mit dem Trading. Also ich hatte zuvor mit Einzelaktien, habe aber schnell bemerkt, oh, da fehlt mir eigentlich das Geld, um das große Geld zu verdienen. Also, kauf du mal 1000 Allianz. Ja, so. Also kam ich irgendwann auf die CFD, was für ein Segen. Also ich bin so dankbar, dass es CFDs gibt, die aber oft in der Kritik stehen von vielen Leuten. Und ich sage immer, also für einen kleinen Geldbeutel sind doch CFDs perfekt. Hm. Ja. Hm. Weil wenn ich jetzt viele Millionen habe, dann brauche ich nicht CFDs traden, dann gehe ich in die Futures-Börsen, bitteschön. Und wenn du viele Millionen hast, dann lass mal traden. Da würde ich selber nicht mehr traden, also wenn ich in diesen Sphären wäre. Aber egal, meine Mutter war gestorben und ich habe eine kleine Erbschaft bekommen. Meine Mama war klassische Hausfrau, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, wo also das größte Ziel war, dass die Kinder studieren. Mein Bruder hat es auch gemacht, ich habe es auch gemacht, aber ich habe Studium geschmissen. Ich wollte nicht mehr. Also bis zum Vordiplom, BWL hieß es damals, habe ich gepackt, ich wollte aber nicht mehr. Und meine Mama, also klassische Hausfrau, hat sich am Munde abgespart, das Geld, was ich dann bekam. Und ich habe gesagt, so, und mit diesem Geld, was nicht zu viel ist, dass du, wie sag mal, zu viel, um zu sterben und zu wenig, um davon zu leben. So. Habe gesagt, dieses Geld werde ich verdoppeln und verdreifachen. Und du kannst dir vorstellen, innerhalb von 2 Wochen war das Geld weg. Und ich saß da, habe gesagt, oh Gott, ich habe nur meine Mutter gesehen. Ich habe die ganze Zeit nur meine Mutter gesehen. Ich habe nicht mehr den Chart gesehen, ich habe nur meine Mutter gesehen. Der große Fehler bei vielen privaten Tradern ist, dass sie im Demokonto handeln sie in Charttechnik und im Echtgeld beginnen sie plötzlich das Konto zu traden. Das ist ja der große Unterschied zwischen Demo und Echtgeld und nicht, weil der Broker dich betrügt, sondern du bist plötzlich dran, dein Konto zu traden. Und wenn du jetzt noch eine moralische Verpflichtung, einen Druck, schlechtes Gewissen, Versagensängste, was weiß ich nicht alles hast, also das werde ich nie vergessen. Jesus Maria, ich kam unter der Grasnarbe daher. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich so geschämt von mir selber. Und das sind alles so Geschichten, das klingt halt, ja, wie will man sagen, es mag jetzt doof klingen, aber es war wichtig, es war wirklich wichtig. Solche Schläge zu kassieren, die du dir selber zufügst. Das hat mir einiges gezeigt, ja, über mich selber. Und Gott sei Dank habe ich den Weg beschritten, weil heute weiß ich, wie ich ticke. Ja. Und an der Stelle abschließend, deswegen muss ich ja immer so schmunzeln, wenn dann irgendjemand sagt, ja, kauf du mal meine Strategie. Mit dieser Strategie wurde ich Millionär. Da schau, mein geleastes Haus im Hintergrund, das Swimmingpool irgendwo. Und jetzt mache ich ein Ich-Dich-Mich-Zeige-Dir-Video. Wie es Trading geht. Ich sage, lieber Gott im Himmel. Also, wenn doch jemand überhaupt im Trading Fuß fassen kann, dann nicht nur, weil ein Dritter ihm erzählt, dass er jetzt so sein müsse wie der Dritte, der den Swimmingpool kaufen kann, sondern er muss ja lernen, mit seinem eigenen Geld umzugehen und nicht mit dem Geld anderer Leute, also im Privaten. Und was macht ihn denn als Trader aus? Wo ist denn jetzt der Unterschied? Denn auch wenn alle Leute gleich handeln, hast du immer unterschiedliche Ergebnisse. So, wie kommt denn das zustande? Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich dann über Michael Vogt bekam, aber dazu später. Aber jetzt kennst du mal meine Tiefen, meine schlimmsten Geheimnisse aus diesen Anfangszeiten. Ja, nein, aber das ist wichtig, das ist spannend, weil ich meine, das geht ja uns allen so. Wir haben, und das sagst du goldrichtig aus meiner Sicht, dass du eben sagst, wir sind alle unterschiedlich. Ich werde ganz häufig zum Beispiel gefragt, was muss ich sein, wie muss ich sein, um ein erfolgreicher Trader zu sein? Wie muss ich mich verändern, um irgendwie was erfolgreich zu sein? Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ändere dich nicht, aber wisse, wer du bist. Das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Wenn du weißt, du bist ein Hans Dampf in allen Gassen, du kannst dich eh nicht ändern, sei ehrlich zu dir selber. Aber wenn du weißt, wie du bist, musst du halt dann dich so verhalten. Das ist so, wenn du einen Motorradführerschein machst, okay, dann kaufst du nicht die Maschine mit 500 PS in Anführungsstrichen, sondern die vielleicht ein bisschen eine Nummer kleiner und sagst dir, okay. Und das ist beim Traden genauso. Und wenn du so ein bisschen einer bist, das heißt, oh Gott, Entscheidungen fällen, das fällt mir so schwer. Das ist für mich jedes Mal so ein kleines Waterloo, wenn ich irgendwie mich entscheiden muss, kaufst du nicht.
dann ist Handel auf Minutenbasis wahrscheinlich der größte Schmerz, den du dir zufügen kannst. Also insofern. Nein, tu's nicht, ja. Ja, und deshalb genau. Ist wichtig, kenne dich und dann passe das so an, wie es für dich passt. Und was Leute wie du oder ich oder andere eben, die eben auch mal zeigen, wie sie handeln, sinnvollerweise machen können, ist, sie können Anregungen geben. Guck mal, so ist eine Möglichkeit, wie es funktioniert. Adaptiere daraus so viel, wie du magst, so viel, wie für dich passt. Und Genau. Was nicht passt, das nehme von anderen Systemen oder erarbeite dir aufgrund von Hallo. Vielleicht Hinweisen, Gedanken, Überlegungen, die du dann vielleicht irgendwo lesen kannst, die du mitnehmen kannst. Aber passt die dann eben auf dich an. Das Schicke ist, das hat mir Michael begleitet uns ja die ganze Zeit. Wir haben eben schon, kurz vorher haben wir angedeutet, Mensch, eigentlich fehlt er in dieser Runde und wir werden Micha Vogt in Kürze hier mit reinnehmen. Da machen wir so ein Dreiergespräch da draus. Er gehört einfach mit dazu. Wir sind alle drei gut befreundet, auch jenseits des rein börsenbezogenen. Aber Micha hatte mich mal eingeladen irgendwann auf einer seiner Veranstaltungen. Er macht ja regelmäßig dann für 14 Tage so ein Schulungsding und sagte, Mensch, hättest du nicht Lust, mal einen Tag oder zwei, ich bin nicht ganz sicher, auch mal dort zu reden, dann hören die Leute auch nochmal was anderes. Da habe ich gesagt, ja, aber du guck mal, ich mache doch was ganz anderes. Ich mache Fibonacci und Elliott und was weiß ich was. Und damals, das ist schon viele, viele Jahre her, bestimmt schon 15 Jahre, ich weiß es nicht. Da hat habe ich noch gedacht, ja, aber du machst doch irgendwas ganz anderes. Den Quatsch mag ich nicht, ich mache ja mein eigenes Ding. So, und dann ist mir aber aufgefallen, dass Micha macht tatsächlich das ein bisschen anders als ich. Ja, aber er sieht ja auf den gleichen Markt. Und es ist ja eigentlich wichtig, dass wir auf das gleiche Ergebnis kommen, auch auf unterschiedliche Art und Weise. Denn ich will ja nicht, dass ich sage, geile Long-Situation und du und Micha und 100.000 andere sagen, ja, ich gehe jetzt short. Für mich ist das ein Short-Ding. Ich will ja, dass unterschiedliche Sichtweisen auf den Markt, unterschiedliche Varianten zu einem ähnlichen Bild führen, damit wir letztlich alle das Gleiche tun und wir aktiveren Händler, wir bemühen uns eher im vorderen Teil der Käufe zu sein, nicht zwingend der Erste, bin ich gar kein Fan davon, aber ich wäre gerne bei den frühen Käufer mit dabei, wenn es auf der Long-Seite ist und nicht jetzt so ungefähr bei den allerletzten. Und deshalb ist das, glaube ich, gut, wenn das da eine Übereinstimmung ist. Was sind denn deine Handelsansätze? Wenn du jetzt mal so zwei, drei Punkte zusammenfassen müsstest, mal für alle die jetzt deinen Handelsansatz nicht auswendig können, wie würdest du sagen, was ist dein Ansatz? Also mein Ansatz ist ganz klar, die Marktanalyse über eine markttechnische Sichtweise. Ich sage extra die Analyse. Viele Leute sagen, oh, die Markttechnik ist eine Strategie. Nein, sie ist eine Sichtweise auf den Markt zum Verständnis, wie der Markt funktioniert, wie er zusammengesetzt ist und dass ich aufgrund dieser Analyse die Frage beantworten kann, wo bin ich und wer kauft nach mir? Nicht, wohin der Markt geht. Ganz wichtig, die Richtung des Marktes kann mir erstmal wurscht sein. Das ist der Punkt, also wie ich vorgehe in der Analyse. Der Rest ist ein peinlich abgestimmtes Money Management und Risikomanagement. Das ist das absolute Dreh- und Angelstück in meiner Arbeit. Wenn ich da anfange zu versagen oder weich zu werden, beende ich den Handel sofort. Ja, also das fein abgestimmte Money- und Risikomanagement ist der Dreh- und Angelpunkt. Und dann, sage ich mal, ist die Ausrichtung, dabei ist es völlig wurscht, ob ich langfristig oder kurzfristig handle, dass ich eine wiederholbare, beständige Arbeit abliefern kann. Und das gelingt mir immer besser im Laufe der Jahre. Das klang jetzt alles wahnsinnig schön und theoretisch und wie im Bilderbuch. Ich habe genauso meine Tage, wo ich sage, oh, Jochen, heute bist du aber echt schräg drauf, hat sich mal wieder irgendwie die Fliege an der Wand gestört, oder dass ich zögere. Meistens, wenn ich gute Gewinne gemacht habe, zögere ich. Also ich bin jemand, der sehr aufs Geld ist, wegen der schlechten Zeit, die ich erlebte. Also wenn du mal 17 Jahre lang selbstständig als Makler, in dieser Zeit habe ich mich abends von Döner ernährt. In den letzten Jahren wusste ich nicht, wie ich mein Auto voll tanken soll. Es war knallhart. Wenn du sowas mal erlebt hast, ist Geld für dich überwichtig. Und zwar nicht, weil du gierig bist und wie du überall hörst, Geld ist nicht wichtig. Oh Gott, wenn ich das schon höre, ja. Also, aber meine Person ist dadurch geprägt. Und ich kenne Leute, die sind ganz anders.
die gehen noch sechsmal in die Offensive. Ist denen völlig wurscht, wie viel sie vorher verdient haben. Und daran erkennst du die Unterschiede. Aber zusammenfassend, nochmal, Wiederholbarkeit, Beständigkeit, penibles, abgestimmtes Money und Risikomanagement, das Kennen meiner Person und natürlich die Verortungsmethodik. Und das ist für mich die Markttechnik. Ja, so würde ich es beschreiben. Das ist ganz auf die Schnelle, ja. Ist ein interessanter Punkt. Ich mache ja die Alienwellen, was durchaus ähnliche Wurzeln hat wie die Markttechnik. Ähnliche, ja. Genau. Mhm. Ist ein bisschen spezifischer, was manchmal Vorteile hat, manchmal auch Nachteile. Tatsächlich, die Elliott-Wellentechnik ist ja auch kein Handelsansatz. Elliott schreibt da nicht wo du was machen musst. Da habe ich eine eigene Idee, wo ich reingehe und an welchen Stellen ich rausgehe. Das haben wir definiert, wie wir das für uns jetzt am sinnvollsten sehen. Und aber basierend eben ähnlich wie bei dir jetzt, in dem Fall nicht auf die Markttechnik jetzt im Allgemeinen, sondern jetzt spezifisch auf die Elliots. Und das andere, was du erwähnt hast, natürlich Risk und Money Management, extrem wichtig. Ja. Das beste Beispiel, ich habe ja diese Born Bars, die haben sich so im Laufe der Zeit entwickelt, ist eher ein Unfall gewesen, aber handeln wir jetzt super gerne, weil die, da gibt es nicht, ja, mache ich die so oder so. Nein, es ist 100% fest und sind wir ganz ehrlich, die Dinger sind geil, aber es ist nicht Raketenwissenschaft. Das Ding lebt eigentlich davon, dass sie einen kleinen Vorteil haben, den man nutzen kann und der einfach über die Wiederholbarkeit in Zusammenarbeit mit dem Risk- und Money-Management, das müssen wir kurz erklären, Risk- und Money-Management ist sowas wie der Chance-Risiko-Verhältnis, die Trefferquote, also sozusagen der Erwartungswert und aber auch die Positionsgröße, die man damit reinnimmt für diejenigen, die jetzt das nicht so... Das ist es. Also mit Trefferquoten, das lehne ich zum Beispiel komplett ab. Ich will dich gerade gar nicht unterbrechen, sorry. Trefferquoten sind für mich nicht wichtig, weil ich habe festgestellt, ich kann neunmal voll reinlangen und beim der 10. Trade, wenn ich ihn laufen lasse, bringt mir das Achtfache wie 36 kleine Trades davor nicht. Also Trefferquote beeindruckt mich nicht. Ja. Nee, ich muss dazu gleich was sagen. Trefferquote ist insofern wichtig, weil es ein Bestandteil des Erwartungswertes ist. Aber du hast was völlig Richtiges gesagt. Viele Leute legen Wert auf eine hohe Trefferquote. Ich habe jüngst irgendwo jemanden gesehen, der war ganz stolz. Er kam auf einer Messe auf mich zu und sagte, er hat eine Trefferquote von 92%. Wow. Und er war super glücklich damit. Und ich glaube ihm das auch. Das ist also ja nicht unrealistisch, dass das passiert. Allerdings weiß ich im Hinterkopf, dass der Handel wahrscheinlich nicht sehr effizient ist. Weil je höher die Trefferquote ist, oder also wenn sie sehr Richtung 100 geht oder Richtung 0 geht, ist in der Regel die Effizienz des Handelns nicht sehr hoch. Also ich kann auch euch einen Handelsansatz erklären von 99%. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich kann auch, wenn ich sage immer so spaßeshalber, leg noch einen Huni drauf, dann zeige ich dir einen Handelsansatz mit 99,9% Trefferquote. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. Das ist innerhalb von zwei Minuten erklärt. Aber es ist halt kein effizienter Handelsansatz. Aber ich sage deshalb Trefferquote, weil die Trefferquote alleine sagt ja gar nichts aus, wie du auch richtig sagst. Ja. Aber so, jetzt. Die Trefferquote in Verbindung mit dem Chance-Risiko Verhältnis ergibt den Erwartungswert. Und der Erwartungswert, das ist der entscheidende Punkt. Zum Beispiel die Bornbars, die ich eben angesprochen habe, die haben eine Trefferquote von so circa 45%. Wie jetzt, Rüdiger? Ich dachte, du bist Profi. Ja, das kann doch nicht alles sein. Das ist dein Ernst? Ja. Ich schalte gerade ab. Ja, aber die haben ein Chance-Risiko-Verhältnis von deutlich über 2:1, theoretisch 2,5:1. Und wer Mathematik kann, der weiß, ja Mist, das heißt ja, wenn du 10 Trades machst, hast du auf jeden Fall Gewinn. Bei einem Trade weiß ich es natürlich nicht, klar, 45% Trefferquote ist übersichtlich. Aber wenn ich 10 oder 100 Trades mache, ich kann damit nicht verlieren. Ich handle das jetzt, diesen Ansatz unter anderem seit 11 Jahren. Das ist nicht, dass jeder Trader punktet, im Gegenteil. Und dann sind natürlich, ganz bestimmt nicht. Wie es halt häufig ist, hast du, wenn du einen negativ machst, kannst du auch mal 5 hintereinander negativ machen. Kommt alles vor. Aber du kannst mit dem System auf Dauer, auf Sicht eben nicht Minus machen. Ob das einen glücklich macht oder nicht, das hängt davon ab, was man will. Ich bin schmerzfrei, was Verlusttrades angeht. Mir ist es völlig egal. Jetzt wollte ich gerade, da wollte ich einhaken. Ja.
Ja, nein, weil Verlusttrade, sagen wir mal so, ich kann ja eh nicht vorhersagen, ob der nächste Trade positiv ist oder nicht. Das heißt, es ist mir, wenn ich ehrlich bin, auch völlig Schnuppe. Für mich ist nur entscheidend, dass wenn ich 10-mal getradet habe oder idealerweise ein paar Mal mehr noch getradet, dass ich dann sagen kann, nee, ist wohl mehr als vorher. So, das ist das Entscheidende. Und dann ist mir auch, ich traue keinem einzelnen Trade hinterher. Ich bin, also die Emotion ist bei mir, ich habe ja erwähnt, so nach 7 Jahren, das war so der Punkt, wo ich die Emotion zum Handel verloren habe. Und ich tatsächlich im Moment null Emotion für den Handel. Also seit vielen Jahren, aber eben null Emotion beim Handeln haben, weil ich eben verstanden habe, du kannst doch eh die Zukunft nicht vorhersagen. Die Fähigkeit des Händlers ist nicht die Zukunftsvorhersage. Bingo, sage ich in jedem Webinar. Ganz genau. Ist aber super wichtig. Sondern die Fähigkeit des Händlers ist die Gestaltung. Und die muss vorteilhaft sein. Das ist eigentlich alles. Genau. Also, ganz wie genau, was du sagst. Mein Job als Trader, und jetzt mal völlig wurscht, ob ich Insti oder ein normaler Privater bin, kann nicht sein, die Zukunft erraten zu wollen. Das ist es nicht. Ja. Und der nächste Punkt, bei deinen vorangegangenen Aussagen, Trefferquote, mathematische, sag ich mal, Verteilungsrechnung. Ich würde bei jedem anderen sofort reingrätschen. Habe ich erst kürzlich gemacht bei dem ehemaligen Seminarteilnehmer. Haben wir uns völlig missverstanden und ich habe dem Senkel gestellt, bis er mir mal erklärt hat, dass er schon 8 Jahre jetzt weiter ist und die Dinge ganz anders sieht. Da habe ich mich entschuldigt und gesagt, okay, dann ist das anderes. Aber genau das was du meintest, die fehlende Emotion, ja, Entschuldigung, da muss ja, darf ich aufs Deutsch sagen, muss die abgehärtete Straßenkämpfersau sein. Wenn dir die Hände nicht mehr zittern in der Schlägerei, weil du weißt, wie es ist, die Nase gebrochen zu haben und du weißt, wie es ist, eingeschenkt zu kriegen. So, jetzt gehst du ganz ruhig in diesen Kampf. Oh, da musst du aber richtig. So, und ich muss sagen, bis heute habe ich das nicht ablegen können. Ich bin bis zu 7 oder 8 Fehltrades, mache ich dir gut. Aber dann merke ich, jetzt geht's los. Jetzt ist die Ehre gekränkt vom großen Jochen Schmidt. Jetzt. Also ganz klar, und dann muss ich die Bremse setzen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen dem privaten Händler, der daheim sitzt und sagt, ich muss mich eigentlich verhalten wie ein Institutioneller, aber gar nicht so arbeitet wie ein Institutioneller. Denn bei mir ist zum Beispiel so, das Geld, was ich zur Verfügung habe, mit dem ich arbeite, ich sage jetzt mal, reicht nicht, um diversifikativen Handel zu spielen. Weißt du? Also ich könnte diversifizieren und könnte auch die meisten Trades langfristig über Nacht machen. Das wird schon gehen. Ist aber nicht ganz meins, obwohl es sinnvoll wäre. Der Rest ist der Klassiker. Ich habe meine standardisierten Märkte oder meine Watchlist, sage ich jetzt einfach mal. Lieblingsmärkte habe ich nicht. Das lehne ich auch kategorisch ab. Ja, zurzeit sind es die Indizes, die super gelaufen sind, da muss ich drin sein. Also wenn ich da so doof bin und in Forex rumgeige, wenn die geilsten Aufwärtstrends laufen, dann hört man es nicht anders. Aber Lieblingsmärkte habe ich nicht. So, und da wurschtel ich rum, auf gut Deutsch. Das ist eine völlig andere Arbeit, wie wenn ich für Dritte Geld verwalte und sogar Geld im Markt unterbringen muss. Ja, dass ich bestimmte Stückzahlen unterbringen muss, das ist eine ganz andere Arbeit. Und ich glaube, darüber kommt auch diese Emotionalität irgendwo, dass die anders empfunden wird oder anders in der Umsetzung ist. Ja, wobei ich sagen muss, als ich zu dem Zeitpunkt waren wir, das war, also als es bei mir so Klick gemacht hat, da waren wir noch reine Prop Trader, also ausschließlich für uns selber. Okay. Zwar schon in der Firma organisiert, aber noch quasi nur für uns. Und dann sind wir wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt, dann zum Vermögensverwaltungsbereich dann gekommen. Ja. Später haben wir dann eine eigene Vermögensverwaltung auch gegründet. Am Anfang war das noch in Zusammenarbeit mit anderen. Später kam dann noch der institutionelle Handel, also der Handel mit den wirklich großen Namen dann. Oder Namen gar nicht mal so sehr, aber mit den großen Instituten oder deren Töchtern dann eben, was dann nochmal wieder ein bisschen was anderes ist. Aber das kam dann erst ein bisschen später, aber da ist das natürlich dann definitiv, ist das auch notwendig. Also du kannst da nicht mit schwitzenden Augen. Ich sage immer so, du willst dich ja auch nicht beim Taxifahrer hinten reinsetzen und dann sitzt er da, oh Gott, da vorne ist eine Kreuzung, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das noch. Muss ich da jetzt, wenn ich jetzt anhalte, du willst eigentlich, dass du sagst, ich will da drüben hin und dann fährt er dich ganz souverän und ganz tiefenentspannt dahin, weil er weiß. Und ja, da hat er jetzt 2-mal bremsen müssen.
Naja, gut, er weiß ja, wie man bremst. Also wenn man stoppen muss, weiß er, wie das geht. Hat er jetzt Genau. gestoppt und dann ist Ja. er auch ganz routiniert. Super, jetzt fahren wir wieder an und legen nochmal wieder eine Runde Genau. los. Und sowas erwartet man natürlich dann auch im Berufshandel und idealerweise natürlich dann auch für sich selber. Aber Ja, natürlich. ich schwing große Töne. Dazu gehört eine Menge Erfahrung. Denn ich meine, wir haben alle Drawdown-Phasen erlebt und das Ja, lässt sich sicher. nicht vermeiden. Manche sind Nein, kürzer, da nein, freut man lässt. sich, manche sind länger. Aber die längeren überlebt man dann, wenn man sagt, ich habe schon ganz andere Sachen gesehen, ich bleibe da mal ganz easy und cool, das wird schon, es Jawohl. ist nichts kaputt gegangen, ist einfach eine doofe Phase jetzt. Ja gut, jetzt regnet es schon 5 Tage, sagt die Eisdiele. Ich weiß, es wird auch wieder Sommer und dann verkaufe ich mein Eis trotzdem. Ja, du hast das richtige Wort gesagt. Ich sage immer wieder dazu, wenn Leute bei mir ein Seminar buchen wollen, ich habe seit Jahren keins mehr gemacht, dass ich sage, okay, warum kommt ihr denn aufs Seminar? Ja, ich möchte Trader werden, sage ich, ja, das wirst du nicht. Hallo. Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen, Zeit zu sparen. Ja. Wirklich? Dafür werde ich auch bezahlt. Ja. Das Know-how, die Quellen. Aber was ich dir niemals geben kann, ist die Eigenhandels-Echtgelderfahrung. Die ist der Kit aus dieser Theorie, aus den theoretischen Bausteinen, aus dem ganzen Verständnis, was du machst. Und ich denke, wenn man da mal ehrlich drüber redet, dann kommt es dir besser rüber, dass die Leute nicht ständig die falsche Erwartung haben. Ah ja, ich habe das immer wieder, dass einer sagt, ja, ich habe noch nie einen Trade gemacht, aber ich komme jetzt auf dein Seminar und nach 14 Tagen, da gehe ich da ins Echtgeld rüber, sage ich. Bitte komm nach 2 Jahren wieder, wenn du rumgemacht hast. Weil, so, wir sind nicht in der Schule, wir haben kein System mit Zertifikat und Titel, wo du dann mehr oder weniger in einem geschlossenen, homogenen Dingens drin fast schon quotenartig deinen Erfolg und deine Beförderung bekommst. Das haben wir hier nicht. Also läuft die Arbeit anders. Noch ganz kurz zu dem Thema nochmal. Obwohl doch 2 oder 3 Trader das gleiche Szenario sehen, verdienen sie unterschiedlich Geld. Das ist so. Und dieses unterschiedlich Geld verdienen, das hat ja damit zu tun, jetzt kann man sagen, ja, in der Theorie, wie ziehe ich denn meinen Stop? Nur damit, also die Gewinnsicherung muss ja irgendwie her, ob ich jetzt manuell abverkaufe wie ein Scalper und sage, ich pfeife auf diese ganze Trailing-Stop-Geschichte da, was ich habe, nämlich tschüss, ich will nicht mehr und jammer dann auch nicht, wenn hinterher nicht mehr kommt, oder ob ich traile. Ist nur von einem geprägt, nämlich ganz bestimmt nicht von der theoretischen Betrachtung der Wahrscheinlichkeits- oder Verteilungsrechnung. Deswegen war ich so ein Gegner mit diesem Trefferquote und so. Ich sage, ihr steht euch doch selber im Wege, dass die Mathematik sagt, ja, du wirst auf Dauer gewinnen. Ja, erklär's mir nach dem 11. Verlustrate. Jetzt komm, guck mal in den Spiegel. Siehst deine Augen? Siehst du die Enttäuschung im Gesicht? Und machst du jetzt ganz ruhig weiter? Machst du das? Die wenigsten. Und das kriegst du nur weg. Durch diese Erfahrung, die Jahre Erfahrung, es ist einfach so. Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen als Ja. durch mehr Erfahrung. Ich Ja. habe ein ähnliches Beispiel gehabt, das ist auch schon 20 Jahre her, mehr oder weniger. Da hatte ich ein Wochenendseminar, ich glaube 2 Tage war das. Und es wäre, ich sage mal, 10, 15 Leute, keine 20 waren da. Und es war einer dabei, der hatte immer irgendwie noch einen Kommentar. Und ja, und hier würde, kann man Ja, das hier noch ja. besser machen. Und da mache ich das so und was weiß ich was. Und alle wurden immer leiser und haben nur zugehört und was weiß ich was. Und er war der volle Crack. Hat also nicht jetzt gegen mich gesprochen, aber hat überall nochmal so einen mega schlauen Kommentar nochmal dazu gemacht. Und dann am Ende habe ich dann gefragt, hat es euch gefallen? Habt ihr euch was anders gewünscht? So ein bisschen Feedback, ein bisschen kritisieren ist immer gut, damit man weiß, was kann man noch verbessern, verändern. Ja, richtig, Und ja. dann sagt er, habe ich jeden so gefragt und dann sagt, als er dann dran war, das werde ich nie vergessen. Dann sagte er, das hat mir super gefallen. Ich glaube, ab jetzt fange ich auch an, mit Echtgeld zu handeln. In dem Moment alle anderen, die alle Ja, Echtgeldhändler waren, genau. seit zwei Ja, Tagen genau. macht er uns hier zur Sau, weil er alles besser weiß. Und dann sagt er, Ja. ja, jetzt fange ich auch mit Echtgeld. Und ich weiß nicht bei allen, aber viele von denen haben mit echtem Geld gehandelt. Die haben wirklich, Ja, also ist der ja. Kinnladen runtergegangen. Und ja, das war ein sehr spannender Moment. Das ist ja das. Also Fachwissen alleine reicht ja nicht. Also es ist ein anderer Beruf als die, sage ich mal, linear zu erlernbaren Berufe. Damit schmälere ich nicht die Anforderungen anderer Berufe. Also Berufe lernen ist schwer genug. Ja? Aber ich kann zum Beispiel im Trading, es geht nicht so, dass ich sage, oh, ich weiß so viel, jetzt werde ich auch viel verdienen. Den Fehler habe ich gemacht in meiner Vertriebsausbildung. Ich meine, Vertrieb
ist ja wirklich eine harte Geschichte. Also, und da habe ich auch den Satz, ja, ich lerne jetzt Immobilienkaufmann und werde ich später der beste Makler sein im Laden. Oh, haben die mir den Kopf gewaschen. Oh, weil es ja genau andersrum ist. Je weniger du weißt, desto besser bist du im Verkauf. Ist ja die alte Erkenntnis. Und deswegen, du musst ja kein Fachberater werden als Trader, sondern du musst mit dir selber lernen, umzugehen. Was die Leute partout nicht hören wollen. Dann kaufen sie lieber vollautomatische Handelsprogramme, damit sie dieses Thema ja nicht streifen. Aber wenn das Handelsprogramm den 11. Verlust in Folge macht und ganz emotionslos das Konto runterdrückt, wie sieht es dann aus? Das ist das große Problem. Man sagt immer so, ja, gut, dann kaufe ich mir ein System. Ich meine, solange mein System, ich meine, man kann ja meine Signale auch überall, nicht überall, aber an verschiedenen Stellen bekommen. Solange es gut läuft, ja, das kann man super nachhandeln und das ist klasse und das ist super. Na klar, bin ich diszipliniert, aber wenn dann auch mein System mal irgendwie eine Verlustserie macht, dann merkt man dann schon, wer hat wirklich Kohortes und wer nicht. wer bleibt dabei und wer sagt dann, ja, nee, das kann man ja nicht, das taugt nichts. Ja gut, dann halt nicht, das ist halt, da kann man nicht zwingen. Ja, genau. Ja, entweder hast du es oder hast du es nicht, dann musst du halt ein anderes Signal dir suchen oder finden. Aber immer wenn es um Fremdsignale geht, weißt du ja nie genau, was du da, oder häufig nicht genau. Das ist, so, da musst du wirklich die Person kennen und oder den Handelsansatz verstehen, damit du nachvollziehen kannst. Ganz genau. Es ist doof, aber es ist nichts kaputt gegangen. Es ist halt einfach im Moment die Phase danach. Genau. Was viele Leute ja auch nicht hören wollen, oder ich verstehe das alles, dass nicht jeder jetzt 19 Jahre Berufserfahrung hat oder wie du und sofort in einer Stunde alles begreift, was es da jetzt gibt. Und, aber zum Beispiel der Glaube, der Indikator macht mich reich oder das Signal macht mich reich. Wenn man den Börsenhandel von Grund auf lernt, und das ist für mich diese Markttechnikgeschichte, ich muss nicht zur Stuttgarter Börse mich bewerben. Als Skontroführer, um zu verstehen, was passiert. Ja, ich bin kein Skontroführer, ich muss aber wissen, was passiert. Und wenn ich das lang genug, sage ich mal, umgesetzt habe, begreife ich, dass viele Signale oder Indikatoren oder wie auch immer Hilfsmittel sind, bestimmte Dinge vielleicht zu automatisieren oder visuell auf eine vereinfachte Ebene zu bringen, die mich dann in meinem Handel entlasten. Nur aber die Leute gehen her und kaufen den Indikator, weil sie sagen, der macht mich reich. Und das ist ja genau das, was nicht funktioniert. Und dann gehen sie zum Verbraucherschutz und sagen, oh, ich bin betrogen worden. Und dann kommt aus Brüssel wieder der nächste Regulierungshammer in die Branche. Und das sind so Sachen, wo das ist so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wenn du mich fragst. Ja, das finde ich schade, dass diese fachliche Kompetenz auch nicht vermittelt wird. Ja, also aber das ist das Wichtige. Ja. Ich meine, ich bin jemand mit zwei linken Händen, ganz offensichtlich. Und wenn ich einen Hammer kaufe und dann den Hammer und dann sage, so, jetzt bau was, mach mal. Das wird nicht funktionieren. Ja, du musst auch wissen, wie du das Ding bedienen musst. Oder du holst dir halt einen, der das Ding für dich baut. Die beiden Möglichkeiten hast du. Aber nur das Werkzeug alleine ist es halt tatsächlich nicht. Mm-mm. Ganz genau. Ja, so ist es. Und viele Leute denken, es ist ein philosophisches Gerede. Dann hörst du, ja, zeig mal deine Performance-Kurve. Dann sage ich, ja, die von den letzten 3 Stunden oder von 3 Monaten, müssen es 3 Jahre sein oder 13 Jahre sein. Hm. Wie viel Geld muss ich denn verdienen, damit du mir zuhörst? Meistens ist es zu wenig. Für manche ist es zu viel. Sind das wirklich die Rahmenbedingungen, wie ich jetzt bemesse? Achtung, nicht, ob der andere Trader ein Scharlatan ist oder nicht, sondern was ich für mich nutzen kann, wenn ich das Trading erlernen möchte. Also ich habe das mal eine witzige Erfahrung gemacht. Also witzig war es nicht, aber eine interessante Erfahrung, sagen wir es so. Ich war im Fernsehen, bin ich ja hin und wieder mal irgendwo da in der Öffentlichkeit und dann hat irgendjemand mich da gesehen und hat dann recherchiert und hat mich angerufen und hat gesagt, Mensch, hier, klasse, hat mir gut gefallen. Und kann er denn nicht auch mir Geld zur Verfügung stellen? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, welcher Betrag. Es ging aber um einen größeren Betrag. Und dann hat er mich so gefragt, ja, und wie ist denn das mit der Performance? Und dann habe ich das so in etwa erzählt, wie das ist. Wir haben keine fixe Performance, weil jeder das individuell, je nachdem, welche Risikoabstimmung das dann eben sein soll, haben wir da gewisse Spielräume, die wir als akzeptabel erkennen oder eben nicht. So, und dann sagte er dann, ach so, ich dachte, Sie sind Profi, ich wollte eigentlich 200% im Jahr haben. Und da habe ich dann gedacht, dann lieber nochmal bei jemand anderen anfragen, der das viel besser kann als ich. Solche Leute kriegst du ja auch nicht glücklich. Nee, während der binären Optionenzeit und bei dem Run von Bitcoin, den ersten Run nach oben, habe ich immer wieder E-Mail-Zuschriften bekommen,
ob ich denn 20% oder 30% Rendite am Tag mache. Ja, auch gut. Ich hab dann gesagt, 15% im Jahr und ich bin König. Und ich bin König. So sehe ich meine Arbeit. Ja. Manchmal ist es mehr. Und auf der einen Seite rollst du mit den Augen, weil es ist auch kein Wunder, was eigentlich auf die Leute einprasselt an Werbung, an Marketing. Man kann es ja auch verstehen, ja, dass man immer dieses Ding bringt, Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit oder sogar Reichtum. Du hast keinen Chef mehr, jetzt bist du der große Zampano, fährst mit deinem Ferrari durch die Gegend. Ja, da werden Träume bedient, die zum Trading führen sollen. Ja, ist auch in Ordnung, Träumen gehört zum Geschäft. Aber dass man das dann wirklich als einen Standard definiert und Leute danach bemisst, das ist ja. Ja, das Problem, ich denke mal, ist, viele sehen natürlich, dass es Leute gibt, die hohe Performance machen. Und diese Performance ist häufig nicht mal fake. Ich kenne ja jetzt sehr viele, aber viele Broker, die mir sagen, nein, der hat tatsächlich in den letzten Monaten, 60, 80, 120% gemacht. Aber der gleiche Broker oder die gleichen Broker, das ist egal bei wem, das Spiel ist gar nicht da abhängig von einem, die sagen mir, keiner von denen überlebt ein Dreivierteljahr. Die machen diese riesige Performance, aber sie ist halt nicht zum Überleben. Ich sage immer, ich finde es auch blöd, wenn das Haus alle 5 Jahre weg ist. Das ist ja kein Handelsansatz, den man macht. Das ist nicht sinnvoll. Jetzt ist das fiese. Jetzt habe ich von dem einen gelesen. Ja gut, von dem lese ich dann nichts mehr. Der ist wahrscheinlich wegen Reichtum, macht er was anderes. Jetzt habe ich einen zweiten gelesen. Der hat auch schon jetzt wieder 6 Monate lang ganz tolle Performance gemacht. Das hört man ja immer wieder. Dass die alle nicht überleben, ist das andere Thema. Aber es gibt halt viele dieser Eintagsfliegen oder was Halbjahresfliegen, die dann auch wirklich diese Performance nachweislich bringen, aber nicht dabei bleiben. Und wenn du dann, wie du das sagst, mit den 15%, ob das jetzt 10 oder ob das 20% sind, das hängt ja von paar, aber eben, das sind da langweilige Zahlen. Und ich muss ja verstehen, wenn jemand dann sagt, Mensch, ich habe jetzt 2000 Euro, wenn ich da 20% mache, ich bin doppelt so gut, ich mache 40%. Naja, aber dafür stehe ich ja nicht jeden Tag auf. 40% ist eine Riesenzahl. Und dann sagen die Leute, traden kann gar nicht klappen. Naja, traden ist ein normaler Beruf. Das ist jetzt auch nichts, dass die Leute über Wasser gehen können. Das kann man lernen, das ist machbar. Das ist also erstmal kein großes Ding. Nur, das ist halt gut, wenn du ein entsprechendes Kapital auch hast. Weil dann macht dir auch 10% oder 15% oder 20% Spaß. Aber wenn du eben 5.000 oder 10.000 Euro auf dem Konto hast und dann sagst, naja, wenn ich 100% habe, dann habe ich ein Jahr gearbeitet für 10.000. Na gut, ich hoffe, die Familie ist sehr klein. Genau. Oder du gehst in ein entsprechendes Land, was ja viele Trader auch machen. Ja. Und zwar jetzt gar nicht, weil man jetzt auf der Nudelsuppe dahergeschwommen kommt. Und ich würde auch sagen, wenn ich auf der schwimmen würde, es ist mir völlig wurscht. Aber eins ist doch klar, wenn ich es schaffe mit dem Geld, was mir zur Verfügung gestellt ist, wiederholbar eine positive Ergebnislage herbeizuführen. Mhm. Nicht nur mit einem Trade, sondern mit vielen. Dann kann ich was. Mhm. Und über dieses Ich kann was steigt das Vertrauen, dass ich das Risiko auch vielleicht leicht ausdehnen kann im Laufe der Jahre. Ja, das ist bei mir passiert, ich habe heute das 10-fache Risiko von damals. Und in der Zwischenzeit ist es so, ich eröffne eine Position, also noch in Deutschland, wo ich war, da habe ich ein Fenster direkt vom PC gehabt. Und ich eröffne die Position im DAX und gucke zum Fenster raus. Denke, okay. Mach es mir so wurscht, geh hoch, runter, was? Stop liegt, ach komm, lass mich in Ruhe. Und gleich mal rüber zum PC und Computerspiel. Das war ein Riesenschritt, weil der gewisse Abstand ist da zum Trading. Nicht jeder Trade ist für mein Schicksal notwendig. Ja, also die Performance-Kurve, ich bin ein freier, selbstbestimmter Mann und ich mache diese dummen Vergleichsrituale nicht mit. Ich fahre einen alten Mercedes, der vor Rost bald auseinanderfällt und ich lache mich krank, wenn ich einen sehe, der sein Porsche liest. Es tut mir leid, ich muss es einfach mal so sagen. Da bin ich einfach Schwabe. Das heißt, meine finanzielle Freiheit gibt mir auch die Möglichkeit zu leben, wie ich möchte. Und wenn ich halt dann nicht the King of the Hill bin, ich kann ja daran arbeiten, dass ich es werde, wenn ich den Ehrgeiz habe. Und ansonsten ist meine oberste verdammte Aufgabe, das Geld, was ich habe, zu schützen. Ja, wenn ich 15% Rendite will, wie viel Risiko setze ich denn ein, um die zu erreichen? 15? Ja. 30? So, und das wird halt gern vergessen. Und das ist ja alles verständlich. Michael Vogt war auch mal Gastredner bei mir in meinem Seminar. Und das war so ein toller Vortrag. Und da sagt er, nur der Anfänger schafft es und träumt
immer davon, aber er schafft es auch, sein Konto zu verdreifachen und zu versiebenfachen. Das schafft er. Der Profi verzichtet freiwillig drauf. Und es war eiserne Stille in diesem Raum, so eine Aussage. So, jetzt ist die Frage, wie kommt man denn auf einen solchen Gedankengang? Das ist zum Beispiel ein Thema fürs nächste Mal. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, denn erstens nochmal den Micha, den wir ja beide sehr lieb gewonnen haben und wertschätzen, der muss einfach mit dazu. Vielleicht ihr da draußen, schreibt doch gerne, ob ihr sagt, Mensch, Micha Vogt, den wollen wir auch noch mit dabei haben. Jetzt habe ich was Gefährliches gemacht. Jetzt sind wir gespannt. Uiuiui. Jetzt, genau. Ja, Michael, das wird nichts, Michael. Wir werden auf dich wohl verzichten müssen. Nein, also schreibt das ja gerne mit dazu. Wenn ihr Spaß an dem heutigen Gespräch hattet, wenn ihr gesagt habt, Mensch, das war klasse, das hat Laune gemacht, gerne in dieser Kombination auch wieder, schreibt sehr gerne rein, auch wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr sagt, Mensch, sprecht doch mal darüber oder wie ist es euch hier gegangen, lasst es uns wissen. Ich kann nicht versprechen, dass wir da jedes Mal drauf eingehen, aber wir können natürlich sehr gerne da ein bisschen die Kurven fliegen, die ihr euch dann entsprechend wünscht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich sag dir Hallo. Ganz Rüdiger, lieben Dank für deine Zeit. Ja. Dankeschön, ja. Grüß dich, Mr. Ben. Ja. Ja, sehr gut. Und wie immer in diesem Format, das letzte Wort gehört dir. Euch da draußen ganz liebe Grüße. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und jetzt das letzte Wort von dir. Danke, Rüdiger. Co-Moderation war es ja nicht, sondern ein Gespräch, wie so oft, was ich sehr, sehr genieße. Er ist wirklich so, er ist immer so. Nee. Herzliche Grüße an euch, an Sie alle. Es war eine spontane Idee, dieses Webinar zu machen. Und ich muss sagen, es lief genauso, wie ich mir dachte. Die Zeit ist rum wie im Flug. Ich könnte noch 3 Stunden weiter ratschen mit dem Rüdiger. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, wunderbar, lasst es uns wissen. Bis demnächst hoffentlich. Ciao, Rüdiger. Lieben Dank. Gell? Tschüss. Alles Gute. Ciao, ciao.